willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal wieder ein Shein-Haul für euch. Und zwar gibt es neu bei Shein richtig viel Home-Artikel zur Auswahl. Und ich habe jetzt mal nur Home-Artikel bestellt. Ich habe auch einen Code für euch, den blende ich euch hier direkt mal ein, falls ihr auch etwas schön finden solltet. Also ich habe wirklich richtig tolle Sachen bestellt. Der Code ist bis zum 30. September gültig. Ich werde euch auch den Online-Shop unten in der Infobox wie immer verlinken. Ja, dann würde ich sagen, wir starten direkt mit meinem Shein-Home-Haul. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Fangen wir gleich mal mit meinem Highlight an. Und zwar, oh mein Gott, ich wollte das schon ewig haben. Ein Kürbiskissen und wie schön ist das bitte? Passt ja auch perfekt auf unser Sofa im Hintergrund. Ich liebe es. Es ist so ein beiger Kürbis mit einem braunen Stängel. Gibt es auch verschiedene Farben bei Shein und ich habe mir einfach diesen hier bestellt. Ich finde wirklich unglaublich schön und passt jetzt perfekt für den Herbst. Dann würde ich sagen, machen wir direkt mit einem nächsten herbstlichen Artikel weiter. Und zwar mit dieser Glasvase im Pilz. Design. Ich finde es auch unglaublich süß. Das hat hier auch so vier Löcher, in denen man zum Beispiel kleine Blumen einsetzen kann. Entweder künstliche, aber auch echte. Das macht sich bestimmt mega schön. Das ist durchsichtig. Gibt es auch in verschiedenen Farben und das ist auch wirklich aus Glas. Shein hat auch verschiedene Home-Kategorien, wie zum Beispiel Küchenartikel, Organisationsartikel, Schreibwaren, Haustierbedarf, Spielzeug, Deko und auch vieles mehr. Ich habe ganz viel Deko-Sachen bestellt und natürlich Organisationsteile. Ihr wisst ja, ich liebe die Organisation und ich finde eigentlich immer wieder ein cooles neues Organisationsprodukt. Dann mache ich weiter, nämlich mit einem Organizer und zwar mit dieser coolen Box mit Deckel. Und wenn man die Box aufmacht, dann hat es hier verschiedene kleine Fächer. Finde ich wirklich super praktisch zum Organisieren. Das ist eben nochmal in 15 kleinere Fächer unterteilt. Und man könnte auch mehrere von diesen Boxen kaufen und dann eben stapeln. Was ich dann machen werde, ist auf jeden Fall noch die Box zu beschriften. So weiß ich auch direkt, was drinnen ist. Und die Box ist halt mal nicht durchsichtig. Da sieht man einfach das ganze Chaos dann von außen nicht. Also so eine durchsichtige Box finde ich manchmal ganz gut, aber auch so eine, wo man nicht reinschauen kann. Da gibt es wirklich super viele verschiedene coole Organisationsprodukte bei Shein. Weiter geht's mit diesem hier. Das ist so ein Acrylständer. Da kann man zum Beispiel so kleine Taschen einsortieren. Dann fallen die nicht um, zum Beispiel im Kleiderschrank. Oder auch Bücher, aber auch zum Beispiel Paletten, also Lidschattenpaletten für den Schminktisch. Macht sich bestimmt auch mega gut. Muss ich mal überlegen, für was ich das dann am besten nutze. Aber irgendwas von diesen drei Ideen oder Möglichkeiten wird es auf jeden Fall werden. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal bei Shein bestellt habt. Weiter machen wir mit einem Blumenübertopf. Den finde ich auch wirklich mega, mega schön in diesem Design mit diesen drei Bubbles, sag ich jetzt mal. Gibt es ja auch Gläser, die finde ich auch mega schön. Ich habe mir jetzt hier diesen in Weiß bestellt. Den gibt es auch noch in Weiß mit bunten Sprenklern drauf. Finde ich auch sehr süß. Und da kann ich mir schon eine Pflanze auch in der Küche zum Beispiel vorstellen. Man könnte auch Basilikum da reinstellen. Also wirklich auch super, super schön und auch modern, sage ich jetzt mal. Also die Sachen sind jetzt momentan total im Trend mit diesem Muster hier. Weiter mache ich direkt mit dieser unglaublich schönen Vase. Die ist auch aus Keramik und ist in Weiß mit diesen schönen schwarzen Sprenklern, also mit so Tupfen. Also das Muster finde ich wirklich auch total toll. Passt auch super, wenn man dekorieren möchte. Das ist eine Vase, man kann die auch einfach so hinstellen zur Deko oder eben mit Blümchen. Und ich finde auch diese Form so schön. Ist mal auch was anderes, wie nur diese runden Vasen. Wisst ihr, welche ich meine? Die, wo am Anfang so durch die Decke ging. Aber das Muster finde ich auch total toll. Mit einem Kerzenständer mache ich weiter. Der ist aus Glas. Guck mal, wie schön der auch einfach ist. Ich finde, der passt jetzt auch perfekt für die herbstliche Jahreszeit oder für Weihnachten, wenn jetzt die ganzen Kerzen wieder ins Haus kommen oder Stabkerzen jetzt in dem Fall. Und ich finde, das sieht auch echt schick aus. Passt auch total bei uns rein. Ich kann mir vorstellen, dass ich den dann auf unser TV-Board draufstelle. Mit einer schönen Kerze, vielleicht beige oder so. Weiter geht es mit dieser tollen Acrylbox. Die hat auch einen Deckel, ist zum Aufklappen. Da kann man auch richtig tolle Sachen reinmachen. Zum Beispiel Handyhüllen rein. So, das passt genau eigentlich rein. So aufgestapelt. Also ich liebe die Organisation, ja. Aber da kann man so viele Sachen reinmachen. Zum Beispiel Teelichter. Also wirklich für alles Mögliche geeignet. Und ich finde die auch echt
stabil, muss ich sagen. Ich bin sowieso generell überrascht von diesen Produkten. Ich muss sagen, ich finde die Qualität echt gut, also da kann man nichts sagen. Und ich habe auch so viel aus Glas oder Keramik bestellt, das ist das nächste. Die sind alle super verpackt angekommen und nichts war kaputt. Das ist jetzt hier so eine Vase, man könnte aber auch eine kleine Blume einpflanzen. Oder einfach nur so als Deko draufstellen auf ein Buch oder so, finde ich auch sehr schick. Das ist so eine Skulptur mit einem halben Gesicht. Ich finde, das hat auch echt was. Mit denen kann man auch super schön dekorieren. Weiter geht es dann mit diesen tollen Spendern. Ich wollte ja schon so lange, seitdem wir jetzt im Haus sind, in unserer Dusche ein einheitliches System haben und nicht, dass diese ganzen Duschgele, Shampoos einfach so rumstehen. Und deswegen habe ich mir die gekauft. Gibt es auch in verschiedenen Farben und auch mit verschiedenen Aufdrucken. Ich habe mich jetzt hier für dieses Braun entschieden, weil wir haben unser Bad ja so in Beige und da finde ich, und da haben wir nicht so viele schwarze Details, weil in Schwarz würde ich die auch schön finden, gibt es auch, aber passt nicht so gut in unser Bad, deswegen habe ich mich jetzt für diese Braun hier entschieden. Die sind aus Plastik, das ist ein Set von 3 Stück, einmal habe ich hier Body Wash drauf, Conditioner und auch Shampoo und so werde ich jetzt unsere Produkte hier einfüllen und dann sieht das gleich viel schicker, aufgeräumter und organisierter im Bad aus. Da ja der Herbst und die Weihnachtszeit wieder kommt, habe ich hier nochmal Kerzenständer bestellt. Das ist jetzt ein Set von 2 Stück, gibt es auch in verschiedenen Farben, noch in Gold und Weiß und ich habe mich jetzt für Schwarz entschieden. Und zwar gibt es hier einmal einen größeren und einmal einen kleineren, solche wollte ich auch schon echt oft kaufen, aber bei Depot zum Beispiel sind die echt teuer. Deswegen habe ich mir gedacht, probiere ich die doch mal aus. Und die sehen auch super aus, muss ich sagen. Gibt es auch nichts zum Meckern. Ist in matt schwarz. Dann habe ich hier einen Wecker noch mitbestellt. Ich will nämlich von diesem wegkommen, von dem Handy neben dem Bett haben. Wisst ihr, wie ich meine? Weil es gehen dann doch immer Strahlen ab. Und das Einzige, warum ich mein Handy neben dem Bett habe, weil ich eben den Wecker im Handy benutze. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht versuche ich echt mal einfach normalen digitalen Wecker. Den gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich habe mich jetzt für Weiß entschieden. Und das Coole daran ist, dass der so aussieht wie ein Spiegel. Also es ist auch eigentlich ein Spiegel. Kann man auch reingucken. Und der zeigt dann eben auch die Uhrzeit an. Finde ich richtig nice. Weiter geht es dann mit diesem Set hier. Das sind Buchstützen aus Acryl. Finde ich auch mega schick. 4 Stück sind in diesem Set enthalten. Und es passt perfekt bei uns im Büro ins Bücherregal. Also ich finde, dieses Durchsichtige hat auf jeden Fall was. Ich mag sowieso generell diese ganzen Acrylbehälter, Acryl-Organizer. Ja, dann habe ich hier noch so ein Buchcover bestellt. Das sieht so schön aus und da kann man zum Beispiel ein langweiliges Buch damit verpacken. Dann muss man so kein neues Dekobuch kaufen, weil die kosten auch manchmal bis zu 30 Euro. Und ja, dann kann man das hier einfach verpacken. Man hat einen schönen Umschlag und dann kann man das zum Beispiel wie hier so nutzen. Ein Dekobuch oder Coffee Table Book zum Dekorieren. Finde ich auch immer richtig toll. Da gibt es bei Shein auch verschiedene Muster, verschiedene Farben. Finde ich auch echt eine super Idee. Hier könnt ihr jetzt meine letzten 2 Videos sehen. Ihr dürft mich auch kostenlos abonnieren. Darüber würde ich mich mega freuen. Ja, das war es jetzt schon wieder mit meinem Video. Wenn euch dieses gefallen hat, dann gebt doch den gerne einen Daumen nach oben oder hinterlasst einen Kommentar. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.